So, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Feuerrot. Wir sind wieder da und wir stehen hier bei diesem Horst in seinem Büro. Und funktioniert das Joypad? Ja, funktioniert wunderbar. Wir haben in der letzten Folge unser Gengar verloren. Das war, ja, toll. So, ein Computer. Es sind nur komplizierte Worte und Zahlen, die keinen Sinn ergeben. Die ergeben bestimmten Sinn, du bist nur zu doof, es zu raffen. Okay, lieber Aichi, dann begib dich doch mal zu dem netten Herrn da, der erzählt dir bestimmt was. Meine Pokémon erwarten dich. Okay. Habe ich angerufen vorher und Bescheid gesagt, dass ich komme? Ich weiß nicht. So, was ist eigentlich in dem Reagenz? Was ist denn mit meinem Kabel von... Ah, okay, alles klar. Mein Kabel von meinem Kopfhörer hat sich hier ein bisschen merkwürdig verheddert. Was ist denn eigentlich in diesem Reagenzglas drin? Almdudler wahrscheinlich. So, okay, ein Maschok. Wir haben ja inzwischen auch einen Blitzer. Rechte Hand, ich weiß immer noch nicht, was das ist. Biss, komm, wir beißen ihn mal. Funktioniert das? Funktioniert jetzt nicht so gut, wie ich gedacht habe. Oh, wir sind auch zwei Level weiter unten wie er. Ich sollte vielleicht das Pokémon wechseln. Unser Gengar. Galoppa ist schon auf 44. Ich gehe mal auf Tauboss. Der hat 10 Level mehr wie er. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Und ich muss mich jetzt natürlich entscheiden oder ich muss mir überlegen, ouch, wen ich als Ersatz für, mach mal fliegen, wen ich als Ersatz für Gengar mitnehmen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir bis zum Schluss unser Gengar lebend da durchbringen. Aber nee, Aichi dumm. Na ja, gut. Okay, das war das Maschok. Mach's mal gut. Gut und schön. So, Rest in Peace, Gengar. Mann, ich bin so doof. Es geht mir immer noch nah. 1584. Man scheint gut hier zu verdienen. Von wo bin ich gekommen? Ich glaube von da, ne? Gehe ich mal da rein. Erstmal gucken, was ist das hier? Es ist eine Blaupause mit vielen Diagrammen und Text. Okay, gut. Whee! Welches Büro baut eigentlich solche Teleporter ein? Und wieso? Naja, mein Gut, ist vielleicht nicht unbedingt verkehrt, schnell von A nach B zu kommen. Den haben wir, glaube ich, auch noch nicht herausgefordert, oder? Ich weiß es nicht. Ich werde es gleich sehen. Nein, haben wir nicht. Okay. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Haben wir nicht einem von diesen Kollegen zu verdanken, dass unser Gengar tot ist? Ich glaube schon. Ein Pikachu. Okay. Das könnte Blitzer aber hinkriegen. Erstens mal haben wir ein höheres Level und zweitens mal dürfte er mit Elektroattacken auch nicht viel ausrichten können. Doppelteam. Oh mein Gott, sie sind zwei! Beiß den linken. In den Po. Zack, tot. Wunderbar. Okay. Was? Ernsthaft? Paralysiert? Du bist ebenfalls ein... Das finde ich merkwürdig. Hä? Dürfte das überhaupt sein? Eigentlich ja nicht, ne? Okay, ich habe nicht gelesen, was er einsetzen wird. Ich hoffe jetzt mal, es ist kein Elektro-Pokémon, weil sonst muss ich Tauboss gleich wieder rausnehmen. Dam di, dam di da dum dum. Nein, ein Nidorino. Ich nehme mal Flügelschlag, das könnte ausreichen. Hoffe ich. Ja, reicht aus. Du berüchtigter Bruder, du. 732 EP, wunderbar. Nein, ich bin raus! Hoeker, sie sind raus. Perfekt, wunderbar. So lasse ich mir das schmecken. So, seid ihr Gegner oder seid ihr Geiseln? Oje, oje, bitte hilf mir. Okay, das ist eine Geisel. Oje, oje, bitte hilf mir. Schau ihn dir an, den Feigling. Ach so, die meint den neben sich. Sie müssen es wagen, unsere Pokémon-Produkte auf die Sylph Co. abgesehen haben. Ja, gut möglich. Whatever. Das Team Rocket benutzt die Pokémon bei einem Versuch, die Welt zu erobern. Ja, das würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich nicht der Gute wäre. Das Team Rocket hat die Kontrolle über das Gebäude übernommen. Blitzmerker. So.
Hallo! Ausrufezeichen Mann. Du wagst es, das Team Rocket zu widersetzen. Ja, habe ich schon des Öfteren getan. Ich sollte ja eigentlich auch bei denen bekannt sein jetzt, ne? Also ich meine, ein Kind, das eine Organisation auslöscht und das schon zu auf, ist anscheinend bei denen an der Tagesordnung. Okay, auf Paralyse habe ich jetzt echt keine Lust. Ich entscheide mich wieder für unser gutes Taubos. Das dürfte ja noch einiges aushalten. Wisst ihr, was momentan ganz, ganz schlimm ist? Ich habe keinen Zitronentee mehr. Ich musste jetzt auf Pfirsich ausweichen. Ich war zwar einkaufen, aber ich habe den Zitronentee einfach vergessen. Schande über mein Haupt. Ich entscheide mich einfach für Flügelschlag. Das wird schon ausreichen. Ja, hat bombenmäßig ausgereicht. Ich lasse jetzt auch Taubos im Battle drin, oder? Ach nee, weißt du was? Ich habe momentan echt keine Lust, eine Trainingsrunde zu machen, um Blitzer wieder hoch zu pushen. Deswegen wechseln wir einfach auf Blitzer und geben ihm so einfach seine Erfahrungspunkte nach und nach. Kämpfen kann es ja auch inzwischen. Kämpfen. Ein Pummeluff. Ja gut. Weißt du was? Ich probiere es an. Jetzt habe ich rechte Hand ausgewählt. Was macht das eigentlich? Ein Pfund. Aua, das tat weh. Da beiße ich gleich. Unser Blitzer hat toll Wut. Walzer. Und da greift die Paralyse. Ich hasse das. Aua. Lass das. Sieht irgendwie aus wie ein ausgespuckter Kaugummi, das Pummeluff. So. 684 und wir kriegen ein neues Level 32. Ich würde halt gerne eine Elektroattacke lernen. Das wäre sau cool. Das Pokémonwechsel. Nee, weißt du was? Wir lassen Blitzer mal drin. Vielleicht ist ja die Paralyse auch gleich wieder weg. Das wäre natürlich das Schönste. Ja, Superschall. Ja, geil, auch noch Verwirrung. Das geht momentan nicht, weil ich ja noch paralysiert bin. Kann nicht angreifen. Biss. Superschall geht nicht, weil ich immer noch paralysiert bin. So, jetzt aber. Okay, ich dachte, das sollte ausreichen. Flügelschlag, aua. Schmerzhaft. So, Doppelkick. Und ich bin sehr gespannt, wie es nach diesem Turm, also wenn ich das hier gepackt habe, wie es dann weitergeht. Ich weiß nämlich überhaupt nicht mehr, was als nächstes kommt. Ruckzuckieb, dann müsste er weg sein. Kann nicht angreifen. Ja! Und jetzt bin ich dann auch. Ach nee, geht ja. Doch, ich kann auch noch verwirrt sein. Okay, ich glaube, Blitzer ist damit raus. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Sternu? Ja, ich nehme mal Sternu. Lamdidida. Du-di-di. Aua. Gut, Genesung, Lichtschild, Rasierblatt. Ich nehme mal Rasierblatt. Müsste auf jeden Fall ausreichen für einen EP. Zack und gute Nacht. Sehr, sehr schön. So. Team Rocket. Tja. Also nicht Tja, sondern der heißt Tia. Ist auch ein sehr komischer Name, mein Freund. Deine Eltern hatten echt Humor. Also für ein Mädchen ist das ein schöner Name, aber du bist, glaube ich, ein Typ. Ein Wissenschaftler. Dieser verdammte Präsident. Warum will er ausgerechnet mich Tikis? Was? Tikis? Warum will er ausgerechnet mich? Ach, nach Tixis. Ja. Keine Ahnung, wo das ist. Aber es ist anscheinend irgendein Ort. Das ist wieder der Almdudler-Verkäufer. Florian. Florentino Florian. Ja. Ich hätte ihn heilen sollen. Weiß nicht, ist er immer noch verwirrt? Ich weiß es nicht. Ich beiß einfach mal zu. Hoffe ich zumindest. Geowurf. Au, das könnte wehtun. Nein! Nicht sterben, nicht sterben. Okay, ab sofort werde ich Blitzer rausnehmen. Das ist mir jetzt langsam ein bisschen zu gefährlich. Das macht so keinen Spaß. Weißt du was? Galoppa. Momentan unser höchstleveliges.
Ah, okay, der Tee ist noch ein bisschen zu heiß. Verbrenne ich mir wieder die Gusch. Der Gusch. Da. Bodycheck. Feuerwirbel. Ich glaube, Feuerwirbel dürfte da was bringen. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Ja, das geht. Er ist in dem Strudel gefangen. Das ist doch sehr schön. Autsch. Kannst du mal bitte mein Pferdchen nicht hauen? Das wäre goldig. Feuerwirbel machen wir nochmal. Und dann dürfte er mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit platt sein. Und danach sollten wir wieder auf jeden Fall eine Heilrunde machen. Ich könnte natürlich auch ins Pokémon Center rennen, aber ganz ehrlich, nö. Ach, weißt du was? Wir lassen Galoppa mal drin. Forscher Florentino. Stampfer. Bam, einfach drauf treten. Statt Shillock. Wieso hat das Shillock das überlebt? Ich verstehe es nicht. Ich bin Level 44, der ist 25. Wieso überlebt er einen Stampfer? Ist der so robust gegen solche Attacken? Echt? Da-da-da. Würde ich hier das Pokémon wechseln? Nein. Anscheinend doch. Ja, weißt du was, komm, dann darf King halt auch mal wieder. War auch schon lange nicht mehr dran. Kann man machen. Kann man machen. Ein Ammonitas. Irgendwie komme ich mit den Tasten manchmal nicht zurecht. Na gut, dann. Keine Ahnung. Stampfer. Tret mal drauf. Ist nicht so effektiv anscheinend. Aua. Feuerwirbel, komm. Das dürfte ihm den Rest geben, hoffe ich. Was? Okay, es ist ein Wasser-Pokémon, ne? Schlecht. Sehr, sehr schlecht. Nein. Bitte nicht. Ich dachte, das gibt Galoppa jetzt den Rest. Das wäre es jetzt gewesen. Tut mir leid, aber da... Ich sollte ein bisschen besser aufpassen, habe ich das Gefühl. Okay, wir tauschen sie mal aus und schicken unser gutes Kingler. Oder besser gesagt, unsere gute Kingler. Ich lege da sehr viel Wert drauf. Es ist ja eine weibliche Person. So, oder ein weibliches Pokémon. Guillotine. Können wir nicht mehr einsetzen. Blubberer, Zerschneider oder Schaufler. Nimm mal Zerschneider, komm. Ja, hat gereicht. War ja gar nicht so verkehrt. Okay, Galoppa erhält 321 E-Punkte. Okay. Traumato. Ja, da können wir eigentlich... Können wir ihn drin lassen. Können wir unsere Kingler durchaus nochmal Schaufler einsetzen lassen. So, buddel ich mich mal ein. So, ist der Tee jetzt kalt genug? Ich würde gern von meinem Tee trinken. Immer noch schön angenehm warm, aber nicht mehr so heiß, dass man sich die Gusch verbrennt. Ich mach das nicht, wenn ich mir die Gusch verbrenne. So, Kingler 546, das ist okay. Forscher, nein. Ein Daurus. So, dann mach ich mal wieder Schaufler, ne? Ey, ist ja hübsch. Grimasse. Okay. Zieht er einfach eine Fratze. Ich glaube, Tauros ist von der ersten Generation mit eines der langweiligsten Pokémon, die es gibt, oder? Also, ich meine, es ist ein Stier. Aber... wirklich jetzt, weiß nicht, ist halt irgendwie nichts Außergewöhnliches. Kann sich nicht entwickeln, hat keine besondere Fähigkeiten irgendwie, also Element oder so. Okay, es hat drei Schwänze, aber das war es dann auch schon. Oh, 1129, das hat sich gelohnt. Mist, jetzt muss ich woanders meinen Almdudler brauen. Gut, okay, dann bevor ich jetzt weitergehe, Beutel.
Einmal Paraheiler, ganz wichtig. Auf unser gutes Blitzer. Zack. Und dann müssen wir durchheilen. Ich wünschte, ich könnte Beleber einsetzen und Gengar zurückholen, aber das darf ich nicht. Das würde gegen meine eigenen Regeln verstoßen. So. Wir müssen dann auch wahrscheinlich wieder ein paar Tränke kaufen. Habe ich das Gefühl. Ich verbrauche die jetzt auch aus dem Grund, weil ich will jetzt im Let's Play nicht die ganze Zeit ins Pokémon Center zurückrennen und wieder zurück. Wenn der Weg jetzt nicht weit wäre und ich vor allem wüsste, wo ich bin, würde ich das wahrscheinlich machen. Aber ganz ehrlich, wir haben genug Kohle. Da, 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 da. Und ich werde der Allerbeste sein. Ja, ja. So, okay. Kingler kriegt noch einen. Das Fitzelchen, was Taubos jetzt noch fehlt, das lasse ich jetzt mal. Das ist jetzt nicht so wichtig. Gut. Okay. Dich habe ich weggemacht. Ach ja, ich kann ja auch reden. Da hätten wir... Ich glaube, von dem Teleporter sind wir gekommen, ne? Von dem da. Okay, hier hinten ist auch nichts mehr. Da ist ein Teleporter, da renne ich mal drauf. Bei dem war ich auch... Aber noch nicht. Hilfe, ich bin ein Mitarbeiter der Cisco. Und wieso kämpfst du dann gegen mich? Du bist doch einer. Du bist der Almdudler-Verkäufer. Hersteller. Also, Produzent. Der Almdudler-Brauer. So, da beiß ich einfach durch. Das Blümchen. Und dann ist gut. Da mache ich gar nicht lang jetzt einen Aufriss. Ah, ich mag unser Blitzer. Da bin ich sehr froh, dass wir das Blitzer uns entwickelt haben. Da, da, da. Ja, beiß ich auch weg. Wie gesagt, ich hätte halt gern... Oh, nee, jetzt auch noch Gift oder was? Ich hätte halt echt gern eine Elektroattacke. Elektro-Pokémon ist schön, aber ohne Elektroattacke ist das irgendwie... Suboptimal, würde ich es fast nennen. Ein Quapuzzi. Hätte ich jetzt eine Elektroattacke, wäre Blitzer hier wirklich verdammt gut. Aber, naja, ohne Elektroattacke ist das halt so eine Sache. Keine Ahnung, Donnerschock oder irgend sowas. Donnerschocki oder irgendwas anderes. Gibt mit Sicherheit genügend Attacken. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht lernt es ja jetzt auch bald Attacken. Zack. Level 33. Und? Krieg ich was? Keine Attacke. Ein Nebula kommt. Okay, da muss ich jetzt wechseln, weil das wird mit Biss wahrscheinlich nix. Hm, ich würde ja eigentlich Gengar reinschicken, aber unser Gengar gibt's nicht mehr. Deswegen muss jetzt Galoppa her. Da, 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 da. Okay. Nein, nicht Bodycheck! Das funktioniert doch nicht. Ich wollte nicht Bodychecken. Ich wollte eigentlich... Das war keine Absicht. Autsch. Feuerwirbel. Und wir haben kaum noch Attacken. Fällt mir gerade auf. Wir sollten vielleicht doch ins Pokémon Center gehen. Weil uns einfach die Attacken ausgehen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Und dann gehen wir wieder zurück. Ich weiß zwar nicht, wo ich hier bin, aber hey, sehr geil. Okay, Moment, kann ich mit dem nochmal reden? Ich gehe mal gleich weg, ne? So, quatsch mal was. Ah ne, der sagt wieder dasselbe. Na gut, okay. So, weißt du was, ich gehe jetzt einfach mal. Mache ich eine kurze Pause von der Infiltration hier. So, guten Tag. Hier ist das große Planschbecken. Und wir gehen einfach nochmal. So. Ich mache euch gerade kaputt, ne? Aber ist nicht schlimm. Wir sind in dem Einkaufscenter. Ah, verstehe. So, und dann können wir auch gleich unser Gengar freilassen. Also, beerdigen. Sagen wir es mal so. Okay. Erstmal heilen natürlich. Da, 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 da. Okay, ich nehme den Pokémon von einem Moment in meine Obhut, aber klau sie mir nicht.
Du gehörst doch bestimmt auch zu diesen Almdudler-Händlern. Ah, das war gut. Dam, da, 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 dam. Ich schalte mal den PC ein. So, Pokémon nehmen. Dein Team ist voll, das wollte ich auch nicht. Zugriff auf welchen PC? Auf Bild-PC. Wer ist Bill? So, ablegen. Ah, da, 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 da. Okay. Box 3. Gut, wieder raus. Dann Pokémon nehmen. So war das doch, oder? Wie komme ich denn in die... So nicht. Box 3, genau so. Tschüss, Gengar. Menno. Ist schon... Ich weiß, es klingt dämlich, aber es ist schon irgendwie traurig. Weil man sich halt trotzdem irgendwie... Ja, weiß nicht. Man gewöhnt sich halt trotzdem an. So, jetzt ist die Frage, wer nimmt den Platz ein? Snowy Cat? Wir hätten einen Bisasam. Unser gutes Nocturne wäre halt auch eine Idee. Die sind alle noch nicht trainiert. Ich bin eigentlich für Nocturne, wenn ich ehrlich bin. Bisasam wäre halt auch eine schöne Sache. Haben wir die Entwicklungen gestoppt? Snubblicat ist halt wieder normal. Und normal haben wir momentan genügend. Wir nehmen Nocturne mit. Vorläufig. Fürs Erste. Hallo? So. Tschüssi. Nein, ich will nicht nochmal auf den PC zugreifen. Gar nicht. Ausloggen. So, heilen muss ich nicht nochmal, ne? Hallo? Heilen muss ich, glaube ich, nicht nochmal. Nee, die sind alle topfit. Gut, dann begrüßen wir wieder Nocturne im Team. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann machen wir Team Rocket da platt. Und die Almdudler-Händler. Ne? Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ciao.